Damen! Das sind Frauen! Ich will zu den Frauen! Kann ich mich übersetzen oder ist alles voll? Hat ein bisschen Kaffee gekleckert. War schon zu Ende? Auf der Bolscher Bühne hat es nie zuvor etwas Vergleichbares gegeben. Es tut mir jetzt für die anderen Darsteller leid. Ihre Versuche, das Publikum zu beeindrucken, werden als solcher Spektakel der Rede wert sein. Aber ich bin mir sicher, dass Sie mit der hoch angesetzten Latte der Erwartungen zurechtkommen werden. Oh, und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Dieser Mann lacht der Gefahr ins Gesicht, fordert die Natur heraus, trotzdem halt mal Schnauze! Und beweist wieder einmal, dass die Menschheit über alles herrscht. Ein warmes Willkommen für Leonid Bury, unseren außergewöhnlichen Doktor mit seinem Schrecken unserer Stadt. Wir haben sogar einen Platz in der ersten Reihe, Alter. Hä? Was bist du denn? Wow, ich bin ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Wo bist du? Komm zurück. Wo? Dün, dün. Beeindruckender Sieg, bei dem die menschliche Intelligenz über Mutanten triumphiert. Wo wir gerade von Mutanten reden. Selbst in unserer Station sind Gerüchte zu hören, dass eine neue Art an der Messe entdeckt wurde. Furchterregende Bestien, schwarz wie die Nacht, unbesiegbar und in der Lage, in jedem, der sie sieht, den Wahnsinn auszulösen. Aber selbst die waren kein Gegner für die menschliche Genialität. Wir können sogar setzen. Die Jungs von der Messe haben bemerkt, dass sie die falschen Pilze gekocht haben. Oh. Voll witzig. Als sie wieder zum traditionellen Rezept übergingen, waren die Mutanten verschwunden wie der Morgentau. Okay, witzig, witzig. Jubel für die Helden von der Messe. Ja! Und die Show des heutigen Abends geht weiter. Es wird Zeit, unserer Show eine lyrische Stimmung zu geben. Wir präsentieren Ihnen das Genie der Kammermusik, den berühmten Akkordeonspieler Kolja Poscharny mit seinem Meisterwerk Mein Herz strebt nach dem Himmel, stößt aber gegen die Decke und fällt wieder herunter. Eine Runde Applaus, bitte! Alter, das ist voll cool, hier mal sitzen zu bleiben. Voll cool. Schön, wa? Also ich finde das geil, man sitzt und bleibt mit sich das Ganze anzuhören. Geht das denn eigentlich jetzt wirklich eine Stunde? Wie sie es vorhin gesagt haben? Vielen Dank, Golia. Die Harfe meiner Seele.
wird niemals wieder gleich erklingen. Deine Musik hat ihre Saiten mit so viel Kraft berührt. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Heute habe ich die Ehre, Ihnen den heißesten und explosivsten Auftritt diesseits des Atlantiks bieten zu können. Das heißeste Spektakel des heutigen Tages. Unsere Feuershow. Einen Applaus, um unsere Darsteller willkommen zu heißen. Bitte. Mein Kaffee ist leer. Alter, ist das geil. Verbrennt euch nicht! Unglaublich, einfach unglaublich. Wenn auch ein kleines bisschen zu heiß. Nur noch wenige Grade mehr und ich wäre verkohlt. Die lachen. Ich muss sagen, die lachen. Dass wie heiß auch immer das war, die Mädchen waren noch etwas heißer. Leute, okay. Ihr müsst euch der Herausforderung stellen. Vielleicht probiert ihr es mit einem Flammenwerfer. Und noch immer geht es weiter, liebes Publikum. Bitte heißen Sie willkommen. Den Arpeggio-Virtuosen, den Gott des Legato und Dämon des Tremolo. Unseren Lieblingsschüler von Mel Basch und Wladimir Manilov. Den besten Gitarristen unseres neuen Zeitalters. Viktor Minchuk mit seinen Fantasien. Bitte heißen Sie unseren Virtuosen willkommen. Ich glaube, heute machen wir nichts mehr. Wir gucken das Theater in dieser Folge. Wer weiß, wie lange das geht. Ich achte mal, nächstes müssen wir auf die Dialoge, was hier passiert. Finde ich nice, wenn das Endspiel so abläuft und die Möglichkeit bietet, mal was anderes zu machen, nicht nur wild rumzuballern. Exzellente! Meine Beine würden beginnen zu tanzen und meine Seele würde geradewegs nach wohin auch immer gehen. Vielen Dank, okay. Victor. Meine Damen und Herren, ich muss eine Änderung im heutigen Programm ankündigen. Zu unserem großen Bedauern sind unserem Gastmagier für seinen Sägeakt die Damen ausgegangen. Keine Sorge. Wir füllen diese Lücke mit Großartigkeit. Ihre volle Aufmerksamkeit bitte, wenn ich Ihnen nun die Geburt einer Legende präsentiere. Das Jetzt bin ich aber gespannt. Minchuk und Porcharny mit ihrem instrumentalen Impromptu, das Lied der Lieder.
Eine Runde Applaus, um unsere großen Musiker zu erfreuen. Lass sie beide zusammen, die sind beide schon mal aufgetreten. Wir können auch das ganze Let's Play mal hier sitzen bleiben, oder? Ja, sehr schön, wa? Das war definitiv die musikalische Innovation des Jahrhunderts. Unglaublich, völlig unglaublich. Mein linkes Ohr klingelt immer noch. Sie haben gerade die Virtuosen des Moskauer Untergrunds gehört. Das Duo, das bekannt ist als Minschuk und Borscharny. Mein liebes Publikum, dieser traurige Moment kommt leider immer. Egal, wie oft ich mir wünsche, es wäre nicht so. Aber unsere heutige Show ist zu Ende. Ich hoffe, Sie haben sie ebenso sehr genossen, wie wir Ihre Gesellschaft genossen haben. Vielen Dank. Beehren Sie uns bald wieder. Maestro, spielen Sie uns etwas Emotionales. Auf Wiedersehen. Adieu. Wiedersehen. Schön. Viel Erfolg in meinem Let's Play. So schön. Ich hab ihr Schiff bekommen, Kunstgenießer! Ja, ich bin voll Kunstgenießer, Alter. Ach, steh mal auf! Ah! Jetzt geh mal weiter. Jana, lass mich mal dein Google benutzen. Davon träumst du wohl. Du hast dein eigenes. Nimm Hallo, meine Damen. Das ist nicht gut. Ich hab kein Spiegelbild. Warum kauft ihr dein Freund nichts Besseres? Ihr Freund ist geizig. Deshalb. Okay. Er ist verlässlich und Jo, mir scheint, du bist ein wenig ausgehungert, was Frauen betrifft, ha? Oh ja. Das ist schon ein hartes Leben, kleine, weiche Frau. Oh, ich werde wild bei diesem Anblick. Und zwischen ihr und mir ist nur dieses Metallding und dieser Stuhl. Doch dieser Stuhl ist zu stark für mich. Da baden ein paar. Da badet eine. Da badet eine vor meinem Auge und ich kann sie nicht. Du darfst einen Penis darstellen. Okay. Wie auch immer. Ich sage, wir sollten gehen. Aber wir sollten noch einen darauf trinken, dass wir noch leben. Geht auf mich, okay? Okay. Gefällt mir. Nehme ich gerne Platz. Von unseren Spezialitäten. Vom alten Vorrat. Hoppla, das ist klasse. Dann lass uns trinken, Artyom. Auf mich. Das ist sehr gutes Zeug. Und das ist ein guter Ort. Aber zu Hause ist es doch am schönsten. Weißt du, ich bin durch die ganze Metro gereist und die Leute reden jede Menge Scheiß über die rote Linie. Dass es da schrecklich sei, dass es kein Essen gäbe, dass wir Kameraden grundlos erschießen und man nicht einmal einen Witz erzählen kann, ohne eingesperrt zu werden. Moment, gönnen wir uns noch einen? Zum Wohle, Artyom! Wow, also, ja, unser Leben ist etwas strikt. Eine Partei, ein Anführer, eine Ideologie. Aber wir haben Ordnung und alles wird geteilt. Nahrung, Medikamente, Treibstoff, Schutzräume. Keine Reichen, das stimmt. Aber auch keine Bettler. Noch einen Drink. Und jetzt auf die Gleichheit. Komm schon, Artyom, hau weg den Scheiß. Ja. Ach, wo war ich? Ah, ja. Ja, jetzt schau dir die weit entfernten Stationen an.
Die fressen sich gegenseitig, verkaufen ihre Kinder als Sklaven, wie in der Steinzeit. Sich selbst überlassen wird der Mensch zum Tier, weißt du? Ordnung. Ordnung ist alles, was zählt. Sie ist unsere Rettung. Du kannst also glauben, was du willst, aber ich bin ein Roter, bis zu meinem Tod. Ich trinke auf die Ordnung. Prost. Na los, Artyom! Na los! Hau weg den Scheiß! Runter damit! Was also, ist mit dem Bein? So läuft das eben. Nicht böse sein, Artyom. Ich mache nur meine Arbeit, um die rote Linie zu beschützen. Und du, Musketier, bist von der falschen Seite der Barrikade. Soldaten! Nehmen Sie diesen Kameraden fest. Jawohl, Herr Major. Jawohl. Verräter. Zurück, Genosse Major. Rühren, Soldat.